Der Hoffnungsträger ist da. Die Rede ist von Ivo Ilišević, der beim 1. FC Nürnberg als Neuzugang vorgestellt worden ist. Der Klub trägt in der Bundesliga nach wie vor die rote Laterne und braucht unbedingt Punkte im Heimspiel gegen Bremen. Ob da allerdings Ivo Ilišević schon mithelfen kann, ist eher fraglich. Ja, dann nochmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle noch da seid. Ich habe hier auch für die Hörfunk- und Fernsehkollegen Ivo Ilišević sitzen, der sich gerne euren Fragen stellt. Bist du so heiß auf die Bundesliga-Rückkehr gewesen, dass du dem alles untergeordnet hast? Gut, für mich war es jetzt nicht so außergewöhnlich, den zu machen. Ich meine, man muss ja auch sagen, dass ich jetzt 2,5 Jahre im Ausland war, 2 Jahre davon in Kasachstan. Und der Verein wollte einfach sicher gehen. Und für mich war das absolut kein Problem, da irgendwelche Tests zu machen. Und, ja, klar war ich heiß gewesen, auch wieder auf die Bundesliga. Ich denke, das war auch mein Ziel. Deswegen bin ich auch wieder zurückgekommen und bin natürlich auch froh, dass es geklappt hat. Welche Rolle, denken Sie denn, können Sie einnehmen beim 1. FC Nürnberg? Ja, ich denke, ich habe eine gewisse Erfahrung auch in der Bundesliga. Ich bin jetzt 32 Jahre alt. Und der Mannschaft da auch weiterzuhelfen. Ich habe auch einige Abstiegskämpfe, sage ich mal, mitgemacht, auch mit dem HSV. Und ich denke, da kann ich mich gut einbringen, versuchen der Mannschaft auch zu helfen, auch innerhalb, also auch in der Kabine. Und ja, so werde ich die Sache auch angehen. Und natürlich werde ich jetzt versuchen, so schnellstmöglich wieder auf dem Platz zu stehen, der Mannschaft auch irgendwo auf dem Platz zu helfen. Und ja. Chris Bichele. Der Trainer hat gesagt, was er eben einleuchtet, sie haben jetzt 4,5 Monate praktisch keinen Wettkampf gehabt, haben sich individuell vorbereitet, es sind 2 Paar Stiefel. Wann schätzen Sie, dass Sie diesen Unterschied zwischen guter Fitness und dann Wettkampffitness, wann Sie den schaffen oder das wiederherstellen können? Ja gut, das war die Zeit in Kairat. Ich meine, ich habe bis Ende November ganz normal mit der Mannschaft auch mittrainiert, das sind jetzt gute 2 Monate. Davor, die letzten, glaube ich, 4-5 Ligaspiele, war das so gewesen bei uns, dass die Verantwortlichen gesagt haben, dass nur noch die Einheimischen spielen sollen, weil wir eben keine Chance mehr hatten, die Liga zu gewinnen. So ist es da wahrscheinlich verständlich und dadurch hatte ich die letzten 4-5 Spiele verpasst gehabt dort. Aber ich denke, man muss es schauen, also eine Einschätzung. Ich denke, es ist wichtig für mich, dass ich jetzt im Trainingsbetrieb bin. Ich denke, dass ich auch relativ schnell wieder auf den Stand komme. Und natürlich ist es wichtig, dann auch Einsätze zu haben. So kommt man dann auch am schnellsten wieder in Form. Nochmal Gottfried Oliver. Wann denken Sie denn, dass Sie das erste Spiel machen können für den Club? Es ist schwer zu sagen. Ich denke, das muss man von Training zu Training schauen. Letzten Endes entscheidet es dann auch der Trainer, wie er die Fitness oder wie er das auf dem Trainingsplatz sieht. Und ja, ich hoffe, es wird schnellstmöglich sein. Jetzt am Wochenende wird es wahrscheinlich noch nicht sein, weil jetzt zweimal hier Mannschaftstraining, aber das muss man abwarten. Man muss Training für Training schauen und dann hoffe ich, dass ich auch wieder schnell einsteigen kann. Nico Gelev. Was macht die Mannschaft für einen Eindruck auf dich? Wenn du sagst, du hast ja viele Abstiegskämpfe schon bestritten, eine Mannschaft, die lange nicht mehr gewonnen hat. Wie wirkt die Mannschaft so auf dich und wie wurdest du aufgenommen? Ja, ich wurde sehr gut aufgenommen. Ich denke, ich bin im Umgang auch relativ einfach. Ich verstehe mich eigentlich zumindest in den Clubs, wo ich vorher war, mit den meisten gut. Und ja, es ist jetzt, die Mannschaft macht eigentlich einen guten Eindruck auf mich. Ich bin jetzt seit 2 Tagen hier. Natürlich schwer einzuschätzen noch, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft sich irgendwie hängen lässt oder aufgibt oder so. Natürlich ist es eine schwere Situation. Wenn du lang kein Spiel mehr gewonnen hast, ist es wichtig, jetzt auch irgendwann mal wieder ein Erfolgserlebnis zu haben und so wieder Selbstvertrauen zu bekommen. Und, aber wie gesagt, im Training, in der Kabine ist eine gute Stimmung da und ja, ich bin da auch zuversichtlich, dass es relativ schnell wieder zum guten Ergebnis kommt.
Nochmal Nico Kehle. Inwieweit herrscht für dich auch so ein bisschen eine Art Trotzreaktion, weil viele sagen, boah, jetzt holen sie den aus Kasachstan und ja, der hat 150 Spiele und hat Nachweise erbracht, aber die letzten Jahre war er eben nicht mehr da und ob der dem Club helfen kann und wo. Will das den Leuten dann zeigen oder was sind deine eigenen Ansprüche an dich selbst? In erster Linie will ich es, denke ich, mir zeigen, auch dem Verein natürlich, die mir das Vertrauen jetzt gegeben haben und mich verpflichtet haben. Und dass es immer wieder Kritik gibt, denke ich, ist in dem Geschäft ganz normal. Man muss auch dazu sagen, Kasachstan, man denkt jetzt Kasachstan und das, aber die Bedingungen dort sind sehr professionell in dem Verein, wo ich war, wenn man sich das angeschaut hat, was für Bedingungen da sind, auch von den Plätzen und das Trainingszentrum, was wir da hatten, das war schon sehr top. Und von daher, ich meine, die Trainingseinheiten sind professionell, auch wie in der Bundesliga auch. Natürlich ist die Liga da ein bisschen schwächer, das ist nun mal so, aber ich denke, ich habe das Fußballspielen deutlich verlernt. Uli Dickmeier. Brenner hat gesagt, er kennt ihn seit vielen Jahren, seit 65 Jahre alt waren. War die Personalie mit ein Grund dafür, dass sie sich für Nürnberg entschieden haben, für den Trainer eben gut kennen? Ja gut, natürlich ist es auch für den Trainer gut oder wichtig, jemanden zu kennen und auch seine Qualitäten da einzuschätzen. Und ja, ich hatte Gespräche mit dem Trainer vorher auch gehabt und die Gespräche waren gut gewesen. Natürlich ist es dann auch ein Grund, man muss sich ja auch irgendwo ja, wohlfühlen und ein gutes Gefühl haben, wenn man zum Verein wechselt. Und das war gegeben und da war es für mich auch keine schwere Entscheidung, dazu zu sagen. Chris Michele. Ja, ergänzend zu dieser Frage, der Trainer gesagt, er kennt Sie, was ja in seiner früheren Position normal ist, weil er da praktisch diese ganzen Bayern-U-Talente kennt, aber kennen Sie ihn auch vorher? Haben Sie Berührungspunkte mit ihm gehabt? Persönlich noch nicht, nein, vorher. Gottfried Oliver. Eine Frage, die sich viele Fans stellen. Sie waren vereinslos schon ab dem alten Jahr. Warum ging der Transfer nicht schneller? Warum sind Sie zum Beispiel nicht mit ins Trainingslager gefahren und hätten Sie schon näher rankommen können an die Mannschaft? Also ich war vereinslos, war ich nicht, da mein Vertrag eigentlich bis Sommer geht bei Kairat. Okay. Für mich war es dann einfach wichtig, also ich wollte den Vertrag auflösen, der Verein denke ich auch. Und so hat sich das alles ein bisschen länger hingezogen. Und war mir wichtig gewesen, dass ich erstmal den Vertrag in Kasachstan auflöse und danach dann schaue, was für Optionen es gibt. Und das ging dann für mich auch relativ schnell. Wir haben dann den Vertrag aufgelöst und dann kam das auch mit Nürnberg zustande und es ging dann eigentlich relativ schnell. Und, ja. Wunderbar, dann bedanken wir uns bei euch für euer Kommen, bei Ivo für seine ersten Worte. Wir sehen uns am Samstag wieder. Dankeschön. Frei vor Frucht mit Fruit to Go. Fruit to Go von Frankenbrunnen.